Wir haben ja selber einen Hintergrund an der Uni Würzburg und deshalb war das eine super Möglichkeit, jetzt hier auch mal den Studierenden irgendwie zu zeigen, was es eigentlich heißt, ein Startup zu gründen, wie das klappen kann und was es dafür vielleicht auch für Herausforderungen gibt auf dem Weg. Dass man für ein Thema brennt, also dass man wirklich Bock drauf hat, was voranzubringen und ja, so wie unsere bisherigen Mitarbeiter, die dann eigentlich ziemlich schnell in den Sachen, die sie dann machen, besser sind als das, was wir da gemacht hatten. Und das ist ziemlich cool dann. Wir hoffen, dass wir eine sehr offene Kommunikation haben und irgendwie immer darauf aus sind, dass unsere Leute bestmöglich arbeiten können und mit allem, was dazugehört. Also sei es das Arbeitsumfeld und die Priorisierung der Aufgaben. Und es ist immer viel zu tun, aber dass trotzdem auch noch genug Ausgleich und so Zeit für Gespräche zwischendrin sind. Ja, man sollte das machen, worauf man Lust hat, was einen motiviert. Man arbeitet ja doch relativ lang. Und ich glaube, alle Themen rund um Digitalisierung, Daten, datenbasierte Entscheidungen, das ist das, ja, was spannend sein wird und wo sich noch viel tut die nächsten Jahre.